So, dann probiere ich nochmal eine Runde Dragon's Treasure. Das habe ich eigentlich auch selten gespielt. Dann fangen wir mit 30 Cent mal an. Und? Jawohl. Ach, der Sack? Das wären 45 Euro gewesen, wenn der einen höher gewesen wäre. Das gibt's doch nicht. 10 Freispiele. Ja, direkt im ersten Dreh. Komm, wir nehmen alles oder nichts, den Goldjungen. Der drei Wettertoft nutzt. So. Und jetzt brauchen wir ein Vollbild. Dann hätten wir 1500 Euro. Das wäre nicht schlecht. Das wäre nicht schlecht. Kann man mal mit einkaufen gehen, sag ich mal. Mal so ein bisschen Obst und Gemüse holen. Aber da kommt gar nichts und? Da war die Freude schon zu groß am Anfang. Schade. Das war ja nicht wirklich was. 3,60 Euro. Das war ja nicht so prickelnd. Komm mal, 40 Cent. Vielleicht geht der noch mal rein. Ich dachte, der macht jetzt das gleiche Bild nur mit diesen schwarzen Fritzen, wie eben mit den Truhen. Komm, probieren wir es mit Magic Mirror Deluxe. Oh, 50 Cent, meine Mama. Vielleicht geht da ja was. Das Schöne ist, er kann ja re-triggern und weitere Symbole dazu holen. Dann machen wir mal, dass das mal passiert. Ach nee, hatte das Spiel nicht so einen Bug, wo der jetzt stundenlang so stehen bleibt? Da war doch mal was. Ach, das gibt's auch nicht. Dass das nicht behoben worden ist mittlerweile. Hallo, bitte weiter. Leute, ich glaube, ich mache einen Cut und filme dann weiter, wenn das Spiel weiterläuft, oder? Müsst doch. Ja, jetzt ja gut. Also wenn das gleich wieder passiert, dann mache ich einen Cut und filme weiter, wenn es dann weitergeht. Das dauert ja sonst elendig lange. Action! Schade. Tust du 4 Euro noch rein, bitte? Oh, guck mal. Wäre schon, wenn er mal ein Vollbild macht. Vollbild sind 50 Euro. Yep. Oder eine Verlängerung wäre auch nicht verkehrt jetzt.
Jawohl, eine Verlängerung, sauber. Und was für ein Symbol kriegen wir noch dazu? Komm, mach die Frau, mach die Frau. Nice Buch. Ja, so Leute, ich mach einen Break, bis es weitergeht. Bestimmt nicht.